Erste Sonnenstudio der Welt. Ich denke, ja. Sie war Elvis auch immer so gesund. Ja, eine Farbe. Eine Monatskarte gehabt. Sieht man besonders auf den Schwarz-Weiß-Bildern von Elvis. Auf jeden Fall haben wir den Song gecovert, mit dem es für uns eigentlich losging. Wir sagen immer in Interviews, wir hatten einen magischen Moment. Das war, als wir Blue Suede Shoes. Achso, ich hab's vergessen. Das war, als wir Blue Suede Shoes gesungen haben. Fleisch bin ich. Ohne uns anzusprechen. Keine Scheiße. Fass mich nicht an. So ein bisschen so wie so eine Moderation von Farid Bang und wie heißt der andere Kollege? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Hey. Ich bin von korrekt. So, zurück in die 50er. Als es noch keine Podcast. Der Sprung ist jetzt ein bisschen weit, aber das kriegen wir schon hin. Okay. Genau, und wir wollen jetzt natürlich euch an diesem magischen Moment der Musikgeschichte. Also ein bisschen groß. Teilhaben lassen! Gut gerettet, Seth. Ich fange an, ja. Wenn ich darf. Falls du es vergessen hast. Falls du es vergessen hast! Oh Gott, das wird lang heute Abend. Well, it's one for the money. Wollt auch nur mal sicher gehen. Das ist irgendwie schön. Das ist eine Regel, die kann man nicht auf alles im Leben anwenden. Jetzt geht doch mit dem Mikro davor und jetzt lass uns feiern, mach's richtig, bitte. Beweg dich erst, wenn es soweit ist. Ich wollte es gerade sagen. Du darfst dich erst bewegen, wenn du singst. Was? Vorher denk gerade, du hast Scheiße. Ich hab da was in Ärger. Achso. Well, it's one for the money. Man muss gar nicht immer hochgehen. Was eigentlich? Hat sie gemacht? Hat sie immer so gemacht? Verprügelt sie! Ich bin ein Kollege gleich auf die Bühne. Du Freundschaft! Ah! Wollt ihr jetzt auch nach vorne? Bitte. Ich muss der Band leider den Einsatz geben, deswegen muss ich mich kurz. Schreien. Get ready.